Wenn es darum geht, Rennwagen und Straßenautos zu testen, gibt es eine Referenzstrecke, auf die sich alle Autohersteller berufen, die Nürburgring-Nordschleife. Fast 21 Kilometer ist sie lang mit 73 Kurven und einem Höhenunterschied von 300 Metern. Hier testen die Autohersteller und hier gehen sie auch regelmäßig auf Rekordjagd. Genau die richtige Strecke für Porsches neuesten Rennwagen für die Straße, den 368 kW starken 911 GT3. Gut, ich meine, wir machen sehr sportliche Autos und die Tradition im Rennsport heißt eben, man vergleicht sich. Und vergleichen heißt in dem Fall, ich fahre eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit. Und wer die kürzeste Zeit für die gleiche Strecke benötigt hat, macht das beste Auto. Wer am Nürburgring schnell ist, ist überall auf der Welt schnell. Die Nordschleife in der Eifel ist anders als die meisten Rennstrecken, da sie einen anspruchsvollen, sich stetig ändernden Fahrbelag hat. Eine gute Zeit auf dieser Strecke bedeutet einen hohen Imagegewinn. Die Reifen sind auf der Nordschleife besonders hohen Belastungen ausgesetzt. Für die Bestzeit wechselt sie Porsche nach jeder Runde. Wenn man dann auf eine Rekordfahrt geht, das wie in einem Motorsportprojekt eben auch perfekte Vorbereitung. Das heißt, die Reifen müssen da sein, die Abstimmung muss stattgefunden haben, die Fahrer müssen mit den Autos geübt haben. Am Ende vom Tag muss das Wetter passen, muss aber auch Motivation in der Mannschaft da sein und so weiter. Und das gehört alles dazu. Es ist akribische, monatelange Vorbereitung und dann konzentriert sich alles eigentlich auf wenige Minuten und dann muss es sitzen und passen. Eingesetzt werden Reifen, die auch die Kunden auf ihrem GT3 haben werden. Dabei handelt es sich um sportliche Semislicks in einer Ausführung speziell für den GT3. Ja gut, ich denke, in erster Linie ist es die Fahrbarkeit. Ja. Der Fahrer muss gerade auf der Nordschleife hier Vertrauen ins Fahrzeug haben, muss das absolutes Feedback kriegen vom Auto. Er muss durch alle Sensoren, die sein Körper hat, die Reaktion vom Auto vorhersehen können. Nur dann kann er das Auto auf der Kante bewegen und kann dann also wirklich auch so eine Zeit fahren. Da langt es nicht nur, viel PS zu haben oder ein tolles Fahrwerk oder einen tollen Reifen. Es muss alles so aufeinander abgestimmt sein, dass das perfekte Optimum rauskommt. Und dann läuft die Uhr. Jetzt muss alles stimmen. Nur die Besten der Besten schaffen es, auf der über 20 Kilometer langen Nordschleife in unter 7 Minuten und 20 Sekunden zu bleiben. Zu ihnen gehört auch der neue GT3. Er fährt die Runde auf der Nordschleife in 7 Minuten 12 Sekunden und 7 Zehnteln. Die Ingenieure freuen sich über das Ergebnis ihrer harten Arbeit. Das Auto war super entspannt zu fahren. Also natürlich immer ist man ein bisschen angespannt, wenn man so eine Rundenzeit fährt. Aber das Auto war ruhig. Wir hatten in den zwei Runden jetzt gerade keinen Moment, wo es irgendwie kritisch war. Wir wussten, dass wir so eine Rundenzeit fahren können. Das Auto hat das Potenzial. Und es ist eben wichtig, dass es schon relativ einfach erfahrbar ist, auch für den Kunden. Von daher war es relativ unkritisch eigentlich. Bereits 2013 stellte Porsche auf der Nordschleife seine Klasse unter Beweis. Mit dem Supersportwagen 918 Spyder gelang es damals erstmals mit einem Straßenfahrzeug, die Nordschleife in unter 7 Minuten zu umrunden. Auch diesmal ist ein 918 dabei, der sich dem Wettlauf gegen die Zeit stellt. Souverän bestätigt Porsche das Potenzial des radikalen Hybrids mit einer Zeit von 6 Minuten und 58 Sekunden. Natürlich ist nicht jeder Porsche-Kunde in der Lage, solche Zeiten zu fahren. Und dennoch profitiert jeder Fahrer von einem Wagen, der auch am Limit gut beherrschbar ist.